Es ist für uns interessant, dass viele Menschen in unserer Zeit, die oft so aufgeklärt erscheint, unaufgeklärte Ängste haben. Und dass viele oft nichts zu lachen haben. Und ich bin manchmal auch daran erinnert, was der selige Charles de Foucault, der ja zu unserer Ordensfamilie gehört, einmal beobachtete, als er in der Sahara einen alten Tuareg abends im Wüstensand niederknien sah und dann sein Ohr zum Boden hineigte und ihn fragte, was er denn tue, und er sagte: Ich höre die Wüste weinen. Wir könnten uns fragen, wenn in unseren modernen oder postmodernen Wüsten jemand sein Ohr in diese Wüste hineinlegte, dann würde wahrscheinlich auch er viel schluchzen und weinen vernehmen. Timo Domini, Initium Sapientia, ist dieses Wort, das über manchem Studentenwohnheim als Leitspruch stand, ist vielen Menschen heute nicht mehr so bekannt, dass nämlich die Furcht des Herrn der Anfang der Weisheit ist. Das wünsche ich uns allen, dass das auch für uns ein Ergebnis dieser Tagung werden kann. Alles Gute für diese Tagung und herzlich willkommen. Ein Zitat, zu dem ich Sie auffordere, nachzudenken, woher es stammt. Tief ist der Brunnen der Vergangenheit. Sollte man ihn nicht unergründlich nennen? So beginnt Thomas Mann seinen Jahrhundertroman über Josef, Sohn Jakobs. Und er bohrt mit diesem Zitat in die atemberaubende Tiefe der altorientalischen Kulturen. Was sind die Brunnen der Vergangenheit? Sie führen in eine unergründliche Welt und finden dort auf dem Grund des Menschlichen die Angst. Ebenfalls völlig angstunterdrückend sind Autoritäten. Also ich will jetzt nichts generell zur Autorität natürlich sagen, die haben auch viele Vorteile mit Sicherheit geben und mit Nachahmen etc. etc. Aber wenn Angst autorisiert wird, dann führt sie natürlich häufig zu ganz, ganz furchtbaren Dingen. Wie kann man sich sonst erklären, dass ein Apotheker aus der Straße nebenan ein grauenhafter KZ-Knecht gewesen ist? Weil eben unter dieser Autorisierung der Aggression seine Angst vollkommen verloren gegangen ist. Man könnte mit anderen Worten auch sagen, die Angst, die er hat und die ihm nützlich wäre und die ihn abhalten würde, die ist ihm von einer höher gestellten Instanz genommen worden. Und das ist eben das Problem, das wir haben im Zusammenhang mit sehr autoritären Regimen und so weiter. Wenn die Definition wäre, die Furcht bezieht sich auf ein Malum, auf ein Übel, dann ist klar, dass das auf die Gottesfurcht nicht zutreffen kann, denn Gott ist ein vollkommenes Gut und ein vollkommenes Gut kann man nicht fürchten, sagt man. Außer man fürchtet in unreiner Weise Gott als Dämon. Wohl aber kann etwas gefürchtet werden, was von Gott ausgeht, etwa die Strafe dafür, dass man seinem Willen nicht entspricht. Das kann gefürchtet werden. Nun ist aber komplizierterweise die Strafe nicht einfach etwas Böses, sondern sie ist, insofern sie gerecht ist, auch etwas Gutes. Was also fürchte ich eigentlich? Siebte Stunde. In der siebten Stunde sagt sie, also nach der Stunde hat sie sich einfach schrecklich gefühlt, nur schrecklich nach dieser sechsten Stunde. Aber seither ist es dann langsam bergauf gegangen. Sie beginnt den Krankenstand zu nutzen, um alte Freundschaften aufzufrischen, die sie jahrelang nicht gepflegt hat, weil sie ja, ich meine, 13 Stunden in der Firma, kann man sich vorstellen. Dann hat sie erkannt, Partnerprobleme durch ständigen Vergleich. Sie hat sich ständig mit ihm verglichen. Wer leistet mehr, wer verdient mehr? Sehnsucht danach, ein Familienleben zu führen. Jetzt kommt ein ganz ein komischer Satz, den ich im Nachhinein gar nicht mehr so einordnen kann. Ich fordere, dass er sagt, du musst nicht mehr arbeiten. Erst nach der Abtreibung hat sie diese Forderung gestellt. Dann kommt es immer zu Streit. Für das Wort, mit dem der überwältigende Gott in das konkrete Leben und Schicksal von Menschen einbricht, gibt es dann in der Bibel eine absolut feststehende Formel, die unter Exegeten bezeichnet wird als die Offenbarungsformel. Sie lautet: Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Sehr interessant. Fürchte dich nicht.
Der Herr sei mit euch. Der Name des Herrn sei gepriesen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Und so segne euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin, bringt Frieden.